Schon wieder Bombe. Herford. Bin ich gespannt. Da freue ich mich auf Echo unten im Keller. Aber soweit muss es erstmal kommen. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Also Vigil ist zuletzt ganz schön oft sofort immer weg. Kontaktgranaten haben wir ja. Mehr ist genug. Sogar Westenmann. Oh, Schrotflinte. Fäkalien. Ugh. Der Tschech ist noch dabei. Die anderen sind alle neu. Ist jetzt schon Level 17? Jo. Die Musik auf Herford finde ich auch toll. Aber generell der Soundtrack von Rainbow Six Siege ist generell allererste Sahne. Westmann Leech, hey. Also das mit dem Kreiszeichen müssen wir noch üben. Vigil. Solly das neue Sorry oder wie? Aber hey, solange wir hier noch laden, genieße ich noch die Musik. Ich hoffe ja auch. Was? Nein. Bin ich absolut nicht für. Der Ping ist nicht hoch bei ihm, also sollte er eigentlich für uns gut spielen können. Nee, pff. Ungeduldiger Du. Hier oben, okay. Ach stimmt, der spielt gar nicht Westmann. Jetzt bin ich so reingekommen. Wo mache ich denn zu? Frage, ob man auch hier die andere Außenwand. Okay, dann macht der jetzt. Dann gehe ich hier hin. Einer? Ne, zwei. Ich habe hier, glaube ich, noch nie zugemacht, oder? Auf jeden Fall sehr, sehr selten. Es bleiben 10 Sekunden. Ich will ja keinen Kameraden umbringen. Es bleiben 5 Sekunden. Was mache ich mit dem Stacheldraht? Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereitet. Ah, die haben Twitch, okay. Oh. Frau will unten sein. Oh, schon drin. Und geändert wurde sie auch noch. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Nein. Geht aber viel zu schnell. Die Gegner haben einen Keller bringt nichts. Und Tage Pi haben sie auch. Na, oh, die bringen sich gegenseitig um, aber hey. Mission gescheitert. Wenn man sich mal nicht beschweren, das ging sehr fix. Pff. Da wollte unbedingt jemand den letzten Gegner abgreifen, ging nicht schnell genug, wollte nicht, dass der Kamerad umbringt, also schnell umbringen. Diesen Kamerad. Gott, wenn sie meinen. Vielleicht haben wir gleich Glück, der Tscheche geht. Warum? Vielleicht haben wir Glück und es kommt gleich ein Racheakt hier auf die Gegnerseite. Mal gucken, ob er noch auswählen darf. Ich denke mal schon. Ja, EMP mal gut. Und Westmann hat gerade am längsten überlebt. Vielleicht, weil er so lange gelandet. Aha, die Rache, super. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe. Komm, bringt noch einen um. Ja, wobei will ich eigentlich gar nicht. Mir ist am liebsten, alle spielen gediegen, nett zusammen.
5 gegen 5. Gucken, wer gleich rausrennt. Aha. Kommt die jetzt hoch, dann gehe ich hier raus und gehe unten wieder rein. Noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Kann Switch hier nicht rein, oder warum steht die hier? Entschärfer wurde erneut gesichert. Gelangst mit der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Gucken, ob EMP-Mann und ich da vorkommen. Zum Aufmachen. So wie die gerade gespielt haben, so schnell hockt mindestens einer irgendwo am Fenster. Und an das Fenster, was jetzt hier gleich kommt, habe ich noch gute Erinnerungen. Wobei, schlechte eher gesagt. Bombe wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. Ist da offen? Jo. Ah, wobei, könnte auch Licht sein. Ja, wir sind schon unterwegs. Schön Treppen aus außen gucken. Hier ist niemand. Ah, sicher, sagt sich eben immer. Oh. Da kamen Schüsse von oben. Der Laster denn ist nicht verkehrt, habe ich letztens mitbekommen. Ach, Spielverderber. Mann, kommt der mal oben lang? Ah, können auch da rauskommen, scheiße. Kein Gegner zeigen. Wenn ich gleich einen sehe, bin ich bestimmt sofort tot. Nein! Scheiße. Aber hey, ich bin nicht gestorben. Hey, drüber gucken finde ich auch blöd. Da oben ist zu, okay. Fühl mich hier nicht gut in der Position. Verlegt hin, wir müssen umbringen. Sonst wird das zeitlich nichts mehr. Die Luke ist offen. Oh. Toll, gab's vollkommen. Scheiße. Ich habe ihn bloß verletzt, den Bandit. Wir haben uns beide verletzt, ey. Weil markiert und dann, vielleicht war er jetzt immer noch markiert und die haben dann gehofft, dass der da drüber guckt. Ich frage mich nämlich gerade, warum guckt man ansonsten da hin? Mira? Wieder eine Schrotflinte dabei? Ne, zwei sogar. Wieder Westen, Mann. Ob das noch ein Comeback-Sieg wird? Oh, aber zwei Ebenen. Mist. Da werde ich auf jeden Fall was rauswerfen. Warum spielen die zwei da drin? Hinten nicht? Oh, Leute. Oh, ich fasse es nicht. Jetzt haben wir auch solche Deppen im Team. Ich habe mich vorhin gefreut, dass wir gegen haben, die sich umbringen. Wechsle Magazin
Kommt wohl davon. Er spielt nicht mal wirklich. Und dann werfe ich eine Kamera da oben an den Mast. 10 Sekunden. Muss nicht mal dafür rausgehen. 5 Sekunden. Genieße die Aussicht. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Ist die da oben an dem Querbalken jetzt hängen geblieben? Muss gleich mal gucken. Was? Ah, Garage schon. Gott, überlegt, wo ich die Kamera platziere. Die rennen wieder so rein. Das nächste Mal denke ich im Liegen nach. Ich wollte nach Kamera gucken. Oh, ist da jemand drin? Ja, die ist oben an dem Balken, aber man kann sich gut umschauen. Ich brauche Punkte. Die Gegner entschärfen eine Toll. Bombe. Ihr Entschärfer muss deaktiviert werden. Eigener Trupp eliminiert. Ich hoffe ja, dass solche Teamkollegen-Umbringer nur noch zukünftig mit solchen zusammengewürfelt werden. Dass es dafür irgendwie eine Mechanik im Hintergrund gibt, aber ich habe keine Ahnung, ob es das gibt. Es ist einfach nur Wunschdenken. Das war, glaube ich, im Vergleich zu Haus eine ziemlich kurze Partie. Eine ziemlich schnelle. 003, genauso wie der erste. Oh Mann. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.